die Planung und die Kalkulation von Solaranlagen, das heißt also hier sowohl Solarwasser als auch Solarstrom, ist im Planungsbereich so gelöst, dass Sie über den Menüpunkt Plan Solaranlage die Funktion auswählen. Es gibt hierfür kein Icon, weil nicht so häufig entsprechend verwendet. Und wenn Sie die Planungsfunktion ausgewählt haben, dann kommen Sie, wenn Sie auf ein Dach kommen, automatisch mit der Planungsrichtung in Pfeilrichtung und haben hier genauso wie bei allen Bauelementen die Möglichkeit, mit der Leertaste entsprechend die Planungsrichtung zu verändern. Sobald Sie auf eine andere Dachfläche kommen, Sie sehen, dass wenn wir hier über den First gehen, wird die Planungsrichtung geändert. Das Ganze ist im Uhrzeigersinn. Das heißt, genauso wie Sie es halt in allen Bereichen der Planungs- oder beziehungsweise der Planung von Bauelementen kennen. So, wenn Sie linke Maustaste drücken, startet dann der Dialog für die Solaranlage. Das heißt also, Sie haben hier als erstes die Auswahl, ob es sich um ein Photovoltaik oder ein Thermomodul handelt. Beide sind möglich, beide können parallel geplant werden. Für beide ist es so, dass Sie steuern können, ob es sich um ein Dachauflage oder ein Dachintegrationssystem handelt. Bitte Achtung, wir empfehlen Ihnen, das Ganze als Auflagesystem zu planen. Wenn es ein Dachintegrationssystem ist, denken Sie bitte dran, dort verändert sich die Dachfläche. Ob das wirklich gewünscht ist, ich weiß es nicht. Das heißt also, ne, Dachintegration meint wirklich Integration. Das heißt, es wird ins Dach reingeschnitten. In der Masse der Fälle ist es sicherlich so, dass Sie sagen, Sie rechnen die Dachfläche, die Dacheindeckung etc. etc. alles durch. Und dann sollten Sie sich für ein Dachauflagesystem entscheiden. Sie können ganz klassisch hier die Breite entsprechend eingeben. Ich sage einfach mal eine Breite von 150, eine Breite von 200 und ich sage mal eine Oberkante von 3 Metern. Und wenn ich dann OK sage, habe ich entsprechend meine Darstellung der Solaranlage im Grundriss. Sie sehen, wir können hier gerne noch mal ein Stückchen näher rangehen, dass eben hier in dem Element Solar dargestellt wird. Das heißt also, ich könnte jetzt an der Stelle auch gerne nochmal einfach das Element entsprechend markieren. Bauteil, rechte Maustaste. Sie sehen, es wird ganz klassisch blau markiert. Ich könnte es entsprechend verschieben und ich hätte auch die Möglichkeit umzuschalten auf Thermomodul. Und Sie sehen, dann ändert sich auch der Text im Element. Und dieser Text ist etwas, was Sie selber in der Systemgrundsteuerung vorgeben können, was dort entsprechend textuell drin steht. Das, was wir hier sehen, ist halt der Standard der Branchenmodelle, der immer gleich ist mit Solar und mit Thermo. Die Darstellung in der 3D ist entsprechend so gebaut, dass die Solaranlage eben im Aufdachbereich auf das Dach gelegt wird und mit einem entsprechenden Abstandshalter versehen und eine eigene Textur in der Darstellung hat, sodass Sie letztendlich hier mittels eines Rahmens als Auflagesystem und mit einer Textur, die eben auch Photovoltaik von den Thermomodule von den anderen Solarmodulen unterscheidet, die entsprechende optische Darstellung haben. Bitte Achtung, Sie können diese Solaranlagen planen, wie Sie möchten. Was Voraussetzung ist, ist, dass Sie hierfür Dachflächen haben. Das heißt also, wenn wir hier mal in ein Bauhaus gehen und wir wollten jetzt hier auf diesem Flachdach eine Solaranlage haben, dann wäre es im Prinzip so praktisch, so wie es gebaut wird. Es muss erstmal eine Grundkonstruktionsebene hergestellt werden, was in diesem Falle halt hier ein Dach wäre, wenn Sie es denn optisch darstellen wollten. Und dann würden Sie in diese kleine aufgestellte Dachfläche eben die Solarpanels reinplanen können. Achtung, ich habe gerade gesagt, wenn Sie es darstellen wollen. Das heißt also, wir sind hier an einem Punkt, obwohl die Solaranlagen im Grundriss dargestellt werden und ich sie demzufolge auch in den Ansichten und in der 3D-Darstellung sehe, ist es so, dass
die geplanten Solaranlagen nicht kalkuliert werden. Nochmal, die geplanten Solaranlagen werden nicht kalkuliert. Das ist etwas, die Entscheidung, es so zu machen, kommt aus der Konstellation heraus, dass Solar sehr häufig in Kombination mit dem Wärmeerzeuger als ein Kombiset in der Kalkulation ausgetauscht werden soll und bei vielen auch ausgetauscht wird. Das heißt also, wenn es eben darum geht, dass jemand sagt, ich möchte Gasbrennwert haben, dann ist heutzutage, um das Ganze von den energetischen Kennziffern her zu erreichen, in der Regel dort eben ein Solaranlagenpaket dabei. Und wenn halt dann dort kalkulatorisch gesagt werden soll, ich möchte statt Wärmepumpe Gasbrennwert Solar haben und so weiter und so fort, dann hat man halt, wenn die Geschichte aus der Planung verwendet werden würde, das Problem, dass man eben nicht mal einfach einen Schalter dreht und sagt, okay, ne, und jetzt rechne mir das Ganze, sondern dass man eben dafür in die Planung müsste, die Solaranlage entsprechend planen müsste. Dann ist die Solaranlage vielleicht von der Größe her anders und so weiter und so fort. Das heißt, also aus diesen Aspekten raus haben sich die Arbeitskreise von uns immer wieder, also es wird quasi jedes Jahr auch dieses Thema immer durchgesprochen, dafür entschieden zu sagen, nein, die Solargeschichte ist etwas, wir betrachten das als reine Darstellungsvariante und es wird entsprechend das kalkuliert und das berechnet, was in der Kalkulation eingestellt ist. Das heißt also letztendlich eine ähnliche Geschichte. Wir sehen hier, ne, die Badausstattung hier des Bades im Dachgeschoss, wo man eben auch gesagt hat, die Baubeschreibung entscheidet und nicht, was für ein Symbol ich dort in den Grundriss reingeplant habe. Also bitte nochmal, haben Sie auf der Liste, Solaranlagenplanung setzt ein Dach voraus. Punkt, ganz klar. Dann haben Sie Plan Solaranlage, die Möglichkeiten, Thermomodule oder Solarmodule entsprechend zu wählen. Sie können diese als Aufdach oder als Integrationssystem planen. Nehmen Sie bitte das Aufdachsystem, dann wird eben auf die Dachfläche unten drunter durchgerechnet. Wenn Sie es als Integrationssystem machen, dann wird die Dachfläche abgezogen. Und das ist dann schon ein bisschen schräg, wenn das, was dann geplant ist, nicht kalkuliert wird, das Dach aber kleiner wird, Sie vielleicht die Solaranlage nicht anbieten. Also deswegen, die Planungsfunktion ist nötig für die Firmen, die so bauen. Haben Sie aber bitte auf der Liste, falls Sie eben in der Kalkulation, wie die meisten, recht flexibel auch mal umschalten auf einen anderen Wärmeerzeuger, dass Sie dann eben doch bitte die Aufdachsystematik in der Planung verwenden und nicht die Integrationssystematik. Okay, das ist also das Thema Planung. Im Hinterkopf haben Sie ebenfalls, was wir gesagt haben, und wenn es halt eine Flachdachvariante wäre, dann müsste halt ein kleines Stückchen Dachfläche geplant werden, um dort dann entsprechend die Solarmodule einplanen zu können.